18 Uhr, 45 Minuten, 24. Juni und Samstag. Ja, Studio 70, das ist der Titel unserer neuen Sendereihe. Und diese erste Folge dieser neuen Sendereihe, die Sie heute begutachten können, heißt Fernsehmacher im Gespräch. Und ich glaube, damit haben wir Ihnen nicht zu viel versprochen. Ja, versprechen kann ich Ihnen auch, dass der Dirk Demkes heute dabei ist. Und 18.45 Uhr, das stimmt ja nun nicht so ganz. Was gibt es dazu zu sagen? Warum steht jetzt diese wunderschöne Uhr, wo sie denn das Datum richtig anzeigt und den Wochentag richtig anzeigt, warum steht die auf 18.45 Uhr? Unsere Studiouhren, unsere anderen Uhren sagen uns ein bisschen was anderes. Aber da steckt eine Geschichte dahinter. Das ist wohl wahr. Unsere aktuelle Studiouhr sagt gerade 16.46 Uhr. Also 2 Stunden später steht diese Uhr aus gutem Grunde, weil die Hitparade im ZDF damals in der Anfangszeit um 18.45 Uhr begonnen hat. Vor der Programmreform, wo sie dann später 19.30 Uhr startete, nach der Heute-Sendung, ganz am Anfang lief sie vor der Heute-Sendung, die um 19.45 Uhr ursprünglich startete, eine Viertelstunde vor der Tagesschau natürlich. Und dementsprechend steht diese Uhr auf 18.45 Uhr. Später, wie gesagt, 19.30 Uhr, aber das waren die ersten Jahre. Die allererste Sendung, 18.50 Uhr, war auch eine Aufzeichnung, da gab es diese Uhr noch nicht im Studio, da lief nur ein Zählwerk. Und ja, ab der zweiten Sendung war diese Uhr dann dabei und eröffnete die Sendung, so wie sie es gerade hier auch gemacht hat beim Studio 70. Ja, man hat also in der ersten Sendung, wie du gerade schon gesagt hast, ein Zählwerk gehabt. Das ist dann später noch in der Kulisse wieder aufgetaucht, bis wann eigentlich so? Ende der 70er Jahre war dieses Zählwerk noch da, ja? Ja, in unterschiedlicher Form. Also dieses ursprüngliche Zählwerk, ja. Das war bis Mitte der 70er Jahre. Mhm. Dann kam die Uhr ja weg 1975 durch eine LED-Uhr ersetzt worden mit Sekunden, weil Herr Heck natürlich die exakten Sekunden auch sagen wollte und nicht erfinden, wie es in der Anfangszeit wohl war. Mhm. Und dementsprechend wurde diese Uhr getauscht und das Zählwerk dann auch. Ja. Das hatte dann nachher seinen Platz in der Diskothek hinter Rainer oder Klaus später. Klaus war Teicher, keine Reiser. Richtig, ganz genau. Und dementsprechend, Zählwerk ist immer dabei, ist auch bei den heutigen Fernsehaufzeichnungen immer dabei über Monitor, dass man sieht, wie viel aufgezeichnet ist schon. Heute natürlich digital, früher waren es auch da Klappzahlen wie bei dieser Uhr auch. Man wollte also den Live-Beweis, man wollte eigentlich eine Sendung, die ja nicht so direkt mit Aktualität zu tun hatte, aber trotzdem so einen gewissen stärkeren Live-Charakter mit reinbringen, indem man vielleicht dann am Anfang, war das eigentlich eine Idee, weißt du das, vom Heck selber die Uhrzeit anzusagen oder war das der damalige Showregisseur Truk Brandt, der das eingeführt hat? Also ich kann es dir nicht sicher sagen, aber wie ich gehört habe, war es ursprünglich von Truk Brandt wohl die Idee gewesen. Wir haben gleich auch noch Leute, die es vielleicht ganz genau wissen, aber dazu kommen wir etwas später. Das sind dann die Zeitzeugen, die wirklich live dabei waren. Ja, 18.45 Uhr, Samstag. Wie bist du eigentlich zu dieser Uhr gekommen? Also das ist ja nun etwas, man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine Solaridiodine Dator 10, davon sind viele, nicht ganz viele hergestellt worden, aber diese Uhr hing auch als repräsentatives Stück in Versicherungen, in Banken, in großen Konzernen. Mhm. Die hatte dann eine Mutteruhr, das war eine sogenannte Nebenuhr und diese Nebenuhren waren dann alle parallel geschaltet durch die Mutteruhr. Richtig. Das heißt, wenn man eine falsch laufende Mutteruhr hatte, dann liefen wenigstens alle Uhren falsch im ganzen Haus und dann hatte man da so eine interne Uhrzeit. Wie auch immer. Kam es dazu, wie bist du an diese Uhr gekommen? Das ist nämlich die Originale aus der Sendung. Also nicht irgendeine davon, sondern die wirklich im Hitparadenstudio hing. Wie kommt man an sowas? Richtig. Also diese Uhr wurde in der Sendung versteigert, 1975 in der Januarausgabe. Hat Dieter Thomas Heck dazu aufgerufen, als eben die LED-Uhr dann eingesetzt wurde, stand diese neben ihm auf der Treppe und er rief dann dazu auf, dass die Leute doch bieten möchten, weil er hat diese Uhr, also nicht Dieter, sondern das ZDF, hat diese Uhr der Firma zurückgegeben. Die wiederum hat gesagt, ja, wir nehmen sie, aber wir geben sie gleichzeitig wieder zurück, damit sie zum guten Zweck versteigert werden kann. Zeitwert war, glaube ich, damals 1000 Mark. Zeitwert war tatsächlich 1000 Mark, gut recherchiert. Ja. Und es wurde dann geboten an das ZDF, an die bekannte Adresse. 45 Mainz 500, Kennwort Hitparade. 65 Mainz 500, ganz genau. Und dementsprechend hat dann einer auch das Höchstgebot abgewogen und das lag damals bei 5005 D-Mark. Mhm. Und das war ein Optiker in Niedersachsen, der ursprünglich auch aus Berlin war, aber dann nach Niedersachsen gezogen ist. Genau, der Herr Frisch. Und der hatte diese Uhr dann in seinen Räumlichkeiten, in den Geschäftsräumen ausgehängt und
auch bis zur letzten Sendung mit Uwe Hübner tatsächlich im Einsatz gehabt, im Laden. Und jeder Azubi, hat er mir erzählt, kriegte erstmal die Geschichte vom Chef und der Uhr erzählt, mit entsprechendem Video dabei. Und als die Sendung eingestellt wurde, wurde dann auch die Uhr abgehängt, die aber bis dahin auch schon immer mal wieder Aussetzer hatte und ein paar Tage immer mal wieder stillgestanden hat oder dann irgendwie 34 Uhr angezeigt hat und sowas. Dementsprechend hat er dann gesagt, jetzt kommt sie endgültig weg. Die hat ihren Dienst geleistet, sie kommt quasi zum Schrott. Der Uhrengeist. Und da sind bei mir natürlich die Alarmglocken geläutet. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich sage, dann würde ich sie gerne nehmen. Wie wäre denn der aktuelle Zeitwert? Ja. Und, Zeitwert und Uhr passt ja auch an. Ja, richtig, genau. Und er hat dann quasi die D-Mark in Euro umgerechnet. Aber ich muss sagen, sie hat sich bis heute schon wieder gut gerechnet. Also die sind oft in vielen Ausstellungen gewesen. Die war auch beim ZDF jetzt noch in der 50-Jahre-Sendung Hitparade dabei. Die haben sie auch ausgeliehen, ganz genau. Mit und, Thomas Gottschalk. Richtig, mit Thomas Gottschalk, wo ich auch einen Platz eigentlich hatte als Interviewgast in der Sendung. Einen Ausweis habe ich auch noch, aber wurde dann halt aus Zeitgründen weggekürzt, wie so einiges, weil die Sendung wie immer bei Thomas Gottschalk viel zu lang wurde. Ach, lieber, hier, er hier. Ich würde sagen, mit ihm hier machen wir heute noch ein schönes Interview. Ja, dann ganz mache ich hier ganz heute den Gottschalk. Ja. Nee, ganz genau. Aber ich muss auch sagen, es war eine gute Sendung. Es waren viele wesentlich interessantere Leute als ich da, die da ihre Interviews gegeben haben. Von daher kann ich das gut verkraften. Ich war live vor Ort, es war eine tolle Sendung, habe die Leute backstage auch nochmal kennengelernt. Ja. Und war toll, war ein tolles Erlebnis und die Uhr war dabei, genau wie bei der Abschiedstournee 2005. Die Kult-Hit-Parade auf Tour hieß das damals mit Dieter Thomas Heck und den Allstars. Und die Allstars hatten damals auch die Auflage an die Managements, dass sie wirklich auch nur ihre Hits damals aus der Hitparade singen durften. Keine Neuaufnahmen und auch keine neuen Titel, aktuelle Titel vorstellen, promoten, sondern wirklich nur, es sollte eine Kult-Hitparade sein und das war es auch. Durch ganz Deutschland, 6 Wochen lang, jeden Tag in einer anderen Stadt, war für mich auch eine Herausforderung und ich habe wirklich den Hut vor den Allstars gezogen, dass sie in ihrem Alter das so noch durchgezogen haben, was selbst für mich schon sehr anstrengend war und ich musste nicht noch auf die Bühne jeden Abend. Ja, da hast du also Dieter Thomas Heck auch ein bisschen privat kennenlernen können. Richtig. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Thema Hitparade gekommen? Du bist also einer der größten mir bekannten Hitparaden-Fans, wenn nicht gerade der größte. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du als Kind schon nach dem Bade-Hit-Parade gehabt? Das war es eigentlich. Ne? Das war quasi der Auslöser damals. Und es war halt damals die Zeit. Ich bin Jahrgang 74. Das heißt, so richtig bewusst mitgekriegt habe ich dann so, als die Verkaufs-Hit-Parade kam, 78, mit der Wendeltreppe, also das neue Bühnenbild. Als die Schlümpfe, glaube ich, 8-mal dabei waren. Und das ist natürlich für ein Kind dann sowieso toll. Und dann findet man auch die Sendung direkt toll. Und dieser Thomas Heck hatte für mich damals ein, fast väterlichen Charakter. Und als Andrea Jürgens dann dabei war, 78, und sie ihn Onkel Dieter genannt hat, da war ich so neidisch. Und ich habe gesagt, das soll auch mein Onkel Dieter sein. Und seitdem bin ich einfach fasziniert gewesen von Heck und auch von der Sendung und habe halt alles zusammengesammelt, was irgendwie von Heck zu kriegen war. Alle Schallplatten, alle Autogrammkarten, Bücher, was es alles gibt. Und da war es natürlich ein Highlight, ihn dann durch die Uhr, die ich 3 Jahre vorher ersteigert habe, quasi erstanden habe, nicht ersteigert, persönlich kennenzulernen. Wie ist der Kontakt damals zustande gekommen? Der Kontakt war eigentlich ganz interessant, weil es war die Generalprobe, die öffentliche Generalprobe in Köln im Gloria. Und da war es so, dass Heck keine im Publikum haben wollte, wenn er probt. So, jetzt hatte ich aber die Uhr ja zur Verfügung gestellt und der Manfred Hertlein, der die Tournee damals organisiert hat, hat natürlich gesagt, du kriegst Backstage, du kannst immer rein, wie du willst mit deiner Frau. Und dann haben wir halt da gesessen als Einzige im Publikum, während er probte oben und man merkte schon, es kamen immer so komische Blicke und irgendwann kam der Abby zu mir und sagte, also der Herr Heck möchte das nicht, wer sind Sie, was machen Sie hier und so weiter. Und dann kam Heck ja auch schon hinterher. Dann habe ich gesagt, mir gehört die Uhr und dann war natürlich alles in Ordnung. Und so ist es dann quasi zustande gekommen. Man hat sich dann natürlich auch privat unterhalten. Ich hatte den Kofferraum auch voll mit seinen Sachen, die ich gesammelt habe. Und erst eine Platte signieren lassen. Eine Platte tatsächlich nicht, es wären zu viele gewesen. Aber wir haben halt so einige Sachen, habe ich zum Beispiel, habe ich auch 3 Krüge von den Schlossfesten, die er damals gegeben hat. Da war er ganz überrascht, dass seine Gäste quasi im Nachhinein diese Sachen bei eBay verramschen. Ich dachte, da macht man sich Mühe, da gibt man so viel Geld aus, lässt das alles gravieren und dann wird das einfach so. Naja,
ich meine, sind 40 Jahre her, also da ja. kann man vielleicht sich auch schon mal von dem einen oder anderen trennen. Da könnte trennen. Das eine oder andere auch aus dem Nachlass gekommen sein, das weiß man nicht. Genau, ja, ja. So. Also das war für ihn aber überraschend zu sehen, dass halt solche eigentlich privaten Sachen dann doch irgendwo den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Ich meine, mittlerweile sind auch goldene Einsen aus Hitparaden bei eBay aufgetaucht, von Karel Gott und so weiter. Weiß man auch nicht, wie die ihren Weg gefunden haben, aber so kommen wir alle zu so schönen Sachen. Ja. Das war sowieso ganz interessant. Im Anfang gab es die goldene 3, wenn man dreimal dabei war, und das hat man dann nachher geändert in die goldene 1, 2 und 3. Genau. Das heißt, die alte goldene 3 war sowas wie die goldene 1. Richtig, ja. Richtig, genau. Wie auch immer. Ja, wir haben, ich habe das gab eben auch anders, es gab auch die Medaille zwischendurch auch nochmal. Ne? Es, ja, stimmt. Da, wo dann gesagt worden ist, und das ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Im Anfang hat man das ja gar nicht gezeigt, da hat man so ein Geheimnis drum gemacht, was das denn nun ist. Und dann hat er Dieter Thomas Heck so eine Schmuckschatulle immer überreicht. Und dann haben wohl Zuschauer geschrieben damals was noch per Brief, was ist da überhaupt drin? Nee. Und dann hat man das versucht, eben in die Kamera zu zeigen. Ja. Da war dann, glaube ich, ein kleiner Edelstein auf dieser Medaille drauf. Ja, aber Gold reflektiert ja unheimlich dann in der Kamera. Und dann hat man einen Becher auf einmal gehabt, einen goldenen gravierten Becher. Also da muss ich sagen, also ich kenne mich ja ein bisschen mit dem Parade aus, aber das weiß ich jetzt nicht. Das gab es, glaube ich, nur ein oder zwei Mal. Ja. Das ist also auch 80, 81 rum gewesen sein, wo man sich noch so ein bisschen ausprobierte. Ja. Wurde ja sowieso dann wieder umgestellt auf das TED-Verfahren nach der Verkaufshitparadenzeit. Mhm. Und die Kulisse wurde auch ein bisschen umgebaut, aus Silber wurde auf einmal Gold, die Geländer wurden umlackiert und so weiter. Und ja, auch die Drehtür war ja auch Silber, wurde dann in Gold. Mhm. Also alles wurde mehr Gold. Und dann musste natürlich auch an Preisen was Goldenes kommen. Mhm. Der Becher, die Medaille und eben die goldene 1, die goldene 3. Mhm. Ich habe eben schon mal kurz angekündigt, wir haben auch Zeitzeugen heute dabei. Mhm. Und zwar stehen der Wolfgang Fritzberg und der Dieter Schneider hier bei uns hinter den Kameras. Und die beiden haben... Der Dieter ab 69, ab Ausgabe 1, und der Wolfgang hatte seine erste Sendung, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Ausgabe 21 vom 20.03.1971, damals noch als Wolf Fritzberg, und ab 29, ab der 29. Folge, am 18.12.1971 als Wolfgang Fritzberg im Abspann von Dieter Thomas Heck vorgelesen. Dieter war dabei in der Folge 1 zum Beispiel und in der ersten Staffel im Jahr 1969 recht häufig. Und jetzt würde ich ganz gerne einmal gucken, ob mein Mikrofonkabel das hier zulässt. Ich nehme das mal hier runter. Ein bisschen rübergehen. Vielleicht magst du mitkommen. Oder musst du die Uhr festhalten, sonst fällt die um. Nein, die ist stabil. Ja, sehr gut. Nehmen wir meine Zettelei hier so ein bisschen mit. Und ich weiß nicht, ob man uns jetzt überhaupt noch so ein bisschen sehen kann. Doch, die Kamera nach vorne. Dieter, ich komme einmal kurz zu dir. Ich glaube, wir stehen hier nicht im Licht. Ich hoffe, dass man uns so ein bisschen, ich habe ein bisschen viel, also ist besser, glaube ich. Zu wenig. Naja, Dieter, du warst in der ersten Staffel dabei, Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 warst du also kontinuierlich dabei bei der Hitparade. Hast du noch so Erinnerungen an die erste Ausgabe am 8., wir hatten es eben, glaube ich, schon mal gesagt, 18. Januar 69? Ja, ich hatte insgesamt, habe ich 30 Hitparaden gemacht, weiß ich dann nicht mehr, wann das war. Und eine interessante Sache war von einem, in einer Pause, da fing, oder kurz bevor wir anfingen, lehnte sich ein Kollege so an die Kamera und die Scheinwerfer waren mit im Bild. Und dann sagt der Druckmann, jawohl, das ist das, oh, Entschuldigung, das ist das Bild. Und seitdem gibt es in allen Fernsehsendern immer Totalen mit den oben mit dem Licht. Das war aus Versehen eigentlich. Der hat sich so draufgelehnt und ist hier so hochgegangen. Brandt hat das gesehen und seitdem war das immer so. Später kam dann noch der Starfilter-Effekt dazu. Ja. Da wird ja immer, da gibt es ja eine Legende, dass Druck Brandt das nach Deutschland geholt hat. Naja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der WDR hat es zuerst angewendet und das haben wir dann übernommen. Franz hat viel erzählt, was nicht wahr war, und in meinen Augen war das ein Scharlatan, das sage ich ganz offen. Okay. Ich habe tolle Sachen, sagenhafte Sachen erlebt mit ihm, ne, in dem wir, gut, über Tote soll man nicht reden. Wir sprechen vielleicht nochmal über den Starfilter ein bisschen, und zwar habe ich mir, das ist jetzt schon extrem nerdig, was ich gemacht habe, ich habe mir nämlich mal so ein bisschen aufgeschrieben, ab wann der Starfilter zum Einsatz kam. Also meines Wissens ist es, ich habe mir wirklich alle Hitparaden bis Folge 100 nochmal angeguckt. War das 70 so rum? Ja.
Nein, also ich habe gesehen, der erste Starfelder-Einsatz war am 28.12.1974 in der Folge 65. Und da wirst du jetzt was zu der Folge 65 sagen können? Ja, das ist die letzte Folge mit dieser Uhr auf jeden Fall. Das ist korrekt. Und da ist meines Wissens der... Das weiß ich nicht mehr so genau. Daran kann ich mich nicht erinnern, wann das war. Ich hatte so geschätzt 70, aber du sagst 74, dann stimmt das auch. Ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich da die Folgen von 1970 sind ja auch nicht mehr im Archiv vorhanden tatsächlich. Da kann man nicht mehr so richtig nachgucken. Es gibt Tonversionen und Super-8-Versionen von den frühen Folgen. Und da hat der Dirk also maßgeblich dran mitgearbeitet. Dirk, du bist über Flohmärkte gelaufen, hast da zwar keine Uhren gefunden, aber du hast Tonbänder gefunden. Und was war da drauf? Ja, es waren also teilweise tatsächlich Flohmarktfunde, aber auch vieles durchs Internet, durch entsprechende Foren, Fanforen, bin ich auf die Suche gegangen, ob irgendjemand Tonbandaufnahmen zumindest hat, wenn schon keine Video, weil es konnte sich damals ja kaum einer Videogeräte leisten, also Endgeräte. Aber diese Technik, Mikro von Lautsprecher vom Fernseher, das waren so die ersten Aufnahmen, die sich eigentlich jeder irgendwie mal angefertigt hatte. Und dadurch sind halt viele Bänder zusammengekommen, tatsächlich auch von einem Sammler aus der Schweiz, der also wirklich als Kind, also als 8-9-Jähriger diese Sendungen so aufgenommen hat. Und die hat die also bis heute noch gehabt und hat mir die Bänder geschickt. Ich habe sie digitalisiert, vom Tempo ein bisschen ausgeglichen, angeglichen, Qualität ein bisschen verbessert. Ja, und dementsprechend hat sich dann wenigstens diese Tongeschichte erfüllt. Bis auf die Ausgabe 3, die fehlten leider Gottes immer noch. Da hat sich noch keiner gefunden. Das wäre gerade interessant, weil das eben die Sendung mit Alexandra gewesen ist, die ja kurz darauf tödlich verunglückt ist. Was hat die damals gesungen? Schwarze Balalaika. Die schwarze Balalaika, tatsächlich, genau. Das war Alexandra, ja. Bei der Sendung warst du auch dabei. Hast du eine Erinnerung noch an Alexandra? Ja, aber natürlich nur, also so wie alle Stars, die man so kennengelernt hat, persönlich. Und ich habe dann auch keine Hitparaden mehr geguckt, nachdem ich es nicht mehr gemacht habe. Ich habe dann die großen Unterhaltungssendungen im Heck gemacht, fast alle. Die Musik ist tot und was es alles gab. Und nach meinem Ausscheiden beim ZDF, als Rentner dann sozusagen, habe ich noch 10 Jahre weitergemacht mit ihm, bis er gestorben ist. Das war dann schade, nicht? Wir hatten gerade gesprochen über die Tonbandschnipsel, die du ja in mühevoller Kleinarbeit zusammengefügt hast, weil oft wurden ja auch die Moderationen rausgeschnitten, aber dann hatten wir ein anderes Band, wo nur die Gesangstitel live aufgezeichnet worden sind. Thema live kommen wir auch gleich noch dazu zu sprechen, darauf zu sprechen, aber du hast natürlich noch etwas mehr hinbekommen, und zwar gibt es einen Werner Schmitz, und der hat Super 8 Aufnahmen gemacht. Er hatte eine offizielle Genehmigung des ZDF, und du wirst mir da gleich ganz viel davon erzählen können, aber ich muss einmal kurz den Dieter fragen. Ja. Werner Schmitz, das war euer vierter Kameramann sozusagen. Ja, den Namen kenne ich, aber ich kann mich an ihn nicht erinnern. Das ist schon so lange her alles. Ich bin ja jetzt schon 86 Jahre alt, also das Gedächtnis lässt nach. Ja, aber mit dem Heck war ich auch privat befreundet, habe viele Feste bei ihm mitgemacht, Silvester und so weiter. Und dann, nachdem er gestorben ist, ist die Frau ja auch sehr unglücklich. Da kam keiner mehr, ein Riesengrundstück in Spanien, weit außerhalb, direkt am Meer, wunderschön. Und bei den Festen waren immer viel Prominente. Die kamen aber nicht wegen ihr, sondern wegen ihm. Und wo er dann nicht mehr da war, kam keiner mehr, und dann ist sie da vereinsamt. Ich muss noch mal gerade kurz fragen, Werner Schmitz, wir haben ja noch den Wolfgang Fritzberg hier, den ich auch ganz herzlich begrüße. Kannst du dich noch an Werner Schmitz erinnern? Überhaupt nicht. Überhaupt kenne ich gar nicht vom Namen her. Okay, aber unser Hitparaden-Fan, der Dirk, wird uns jetzt was erzählen können, was da aufgetaucht ist. Ja, also er hat ja, wie du schon gesagt hast, diese Genehmigung gehabt, was heute undenkbar ist, im Fernsehstudio dann privat mitzufilmen. Hat auch zu Hause dann seine Kinder oder seine Frau beauftragt, den Ton auf dem Tonband mit aufzunehmen. Was hat er dann selber damals privat selbst vertont, also Super 8 Aufnahmen auf einen anderen Super 8 Tonfilm überspielt und dann gleichzeitig das Tonband versucht zu starten, was natürlich damals nicht so wirklich hingehauen hat. Aber heutzutage hat man natürlich die technischen Möglichkeiten, das zu synchronisieren. Das habe ich dann gemacht, habe also quasi diese Super 8 Aufnahmen digitalisiert. Habe dann den Sendeton, der teilweise original noch vorlag, da drunter gelegt, weil irgendwann gab es auch die Überspielkabel vom Fernseher, wo man halt den Originalton abnehmen konnte.
Und nicht mehr mit dem Mikro davor, wie bei den ersten Sendungen? Dass man die Netztrennung hatte. Bitte? Dass man die Netztrennung hatte und da was anschließen konnte. Richtig, ganz genau. So. Also die Technik hat da schon Fortschritte gemacht in diesen zwei Jahren, 69 bis 71, dass die Leute sich das zu Hause auch leisten konnten. Und dann habe ich das halt synchronisiert und man musste natürlich schauen, weil das Tempo passte nicht. Diese Super 8-Aufnahmen, die liefen teilweise anders als die Tonspur. Man musste also wirklich dann gucken, dass das alles gepasst hat. Dann muss ich fragen, ist es die Hitparade, wo er auch einen Vorspann hat, das steht drin, er hat die Genehmigung, das aufzunehmen, weil da war auch noch ein Filmteam dabei, er rannte hinter dem Filmteam her, die habe ich mir mal rauskopiert, bestimmt, ja. Richtig. Und vor allen Dingen, im Vorspann ist so lesen, weil die meisten denken, das ist Copyright, das war in dem Fall nicht, weil er die Genehmigung vorher hatte, das mitzudrehen. Also es war noch ein ZDF-Team da mit Kamera und er stand quasi noch hinter denen und hat die mit aufgezeichnet. Die habe ich zu Hause noch, die Kopie. Ja. Du hast noch erzählt, es gibt ein im Internet, wo man alle Fernsehsendungen gucken kann. Und dann, nein, gucken kannst du nicht, du kannst, Fernsehserien.de. Da kann man die ganzen Serien kann man dann nachvollziehen. Also da ist beschrieben, also mit den Interpreten und vor allem dann war alles so nachzulesen. Aber die kann man nicht mal anschauen, die Zeiten sind vorbei. Aber es sind alle, die meisten Hitparaden sind noch im Internet. Wir müssen vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, vielleicht für diejenigen, die das eben nicht so richtig verstanden haben, es gibt eine Zeit vom 18., nee, von der zweiten Sendung bis zur 25. Sendung. Ab der 26. Funkausstellung Berlin, erste internationale Funkausstellung in Berlin, sind sie dann wieder lückenlos. Und vorher gibt es so einen Gap, gibt es so eine Lücke, wo eben das nicht archiviert worden ist. Entweder oder es gibt Geschichten, wo dann gesagt wird, ich glaube, ihr habt euch eben noch darüber unterhalten, dass da ein Agfa-Bandschaden gegeben hat und dass die Agfa-Bänder die Zeit nicht überdauert haben und die BASF-Bänder besser waren und wie auch immer, wir werden es vielleicht nicht letztgültig heute hier klären können. In jedem Fall das vielleicht nochmal. Die wurden im Ü-Wagen aufgezeichnet. Die Aufnahme im Ü-Wagen war wohl die ersten Jahre Aqua-Material, was sich dann irgendwann zersetzt hat. Und ab dieser Funkausstellung 71 wurden BASF-Bänder verwendet und deswegen sind die alle noch erhalten und die davor sind alle zersetzt. Bei der Starparade genau das Gleiche. Die sind ja auch durchs Land gefahren. Auch Ü-Wagen-Aufzeichnung, auch Aqua-Bänder im Eimer. So hieß es. Ja, das ja, da ist... Von den Aqua-Bändern hat sich die Schicht gelöst. Das war schade, da waren die Sendungen weg. Und es ist auch passiert, dass zum Beispiel die erste Farbfernsehsendung, die in Europa war, die haben wir gemacht, in der Deutschlandhalle, die hat einer gelöscht beim ZDF. Aber nicht aus Versehen, das kann ja passieren, sondern jo, wir brauchen die Bänder und ein Zeitdokument gibt es nicht mehr, leider. Und wir hoffen, dass diese Sendung, die wir heute machen, nicht allzu schnell gelöscht wird. ich habe nochmal eine Sache hier aufgeschrieben und da würde ich dich, lieber Dieter, auch nochmal gerne danach fragen. Ihr hattet ja schon relativ früh beim ZDF eine Kamerafrau, das war Gisela Löw, ab Folge 74 vom 20. September 75. Das war damals eigentlich fast im Fernsehen ein Unikum. Ich habe mir viele Abspende angeguckt von alten Sendungen. Es war eigentlich nie eine Kamerafrau dabei. Ja, es war Gisela Löw. Die wurde dann auch interviewt damals im Sportstudio, weil das war die erste Kamerafrau beim ZDF. Vorher gab es schon eine beim NDR. Beim WDR auch, ja. Und die war dann später die Abteilungsleiterin sozusagen und ist jetzt auch pensioniert, ne, die Gisela. Einen ganz tragischen Zwischenfall, das hatte ich mir noch notiert, und zwar Manfred Kupper, genau, hatte den Namen habe ich hier auch auf dem Zettel stehen. Da gibt es eine Hitparade und zwar ist das Folge 78, wo Dieter Thomas Heck zum Schluss sagt, es tut uns leid, wenn wir heute nicht ganz so gelöst über den Sender gekommen sind, wie wir sonst sind. Was war geschehen? Ja, der hat während der Sendung einen Herzinfarkt bekommen. Er war ein Kameramann und ist dann zusammengebrochen während der Sendung. Und die wurde dann weitergemacht, wie man sowas immer macht, improvisiert, war das ja fast alle Sendungen, waren, ja. War ja nicht so, waren ja alle immer wieder, wie gerade jeder den Schuss hat. Und da ist der gestorben, im Studio, Manfred Kupper. Mhm. Und das stelle ich mir sehr schwer vor, unter den Umständen weiterzumachen, aber wie gesagt, ein amerikanisches Sprichwort, the show must go on. Ja. Gut, dann würde ich sagen,
Thema Hitparade. Ich würde den Dieter gleich gerne noch etwas zum Thema Wünsch dir was fragen, weil du ja auch mitgemacht hast. Warst du auch bei Wünsch dir was dabei? Nee, nicht. Dann hätte ich gleich an dich, der Christian hat da noch ein paar Fragen vorbereitet, aber vielleicht an dich die Frage, als Hitparaden-Fan, gibt es irgendwas, was du die beiden gerne nochmal fragen würdest, was du bisher, man muss dazu sagen, der Dirk hat schon ein dickes Buch geschrieben über die ZDF-Hitparade, nicht alleine, aber er war maßgeblich daran beteiligt, hat viele Texte dafür geschrieben, das würde er jetzt nicht so sagen und das sage ich jetzt. Und gibt es irgendwas, was du die beiden ganz gerne noch fragen würdest, was du eigentlich in deinen Arbeiten nicht recherchieren konntest? Ja, eine Sache, die im Buch irgendwo steht, ist, dass in irgendeiner frühen Sendung tatsächlich wohl einer von der Beleuchterbrücke während der Live-Sendung runtergestürzt sein soll, der eigentlich frei hatte an dem Tag, aber dann sich wohl irgendwie einen angepichelt hat und auf die Beleuchterbrücke geklettert ist und dann während der Sendung eingeschlafen und runtergefallen sein soll. Vom Publikum unbemerkt, aber natürlich nicht dokumentiert. Studio in Berlin, das stimmt. Ja, aber der hat das überlebt, der ist nicht gestorben. Aber das war nicht bei Wünsch dir was? Ich meine, das war eine ganz andere Sendung. Das müsste bei Hitparade gewesen sein. Ja, genau. Hitparade noch, ja. Mhm. Wolfgang, ich möchte dich nochmal fragen, wir haben jetzt schon so viel von Dieter gehört. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ein besonderes Erlebnis bei der Hitparade, wo du quasi noch heute dran zurückdenkst? Das war eine meiner ersten Hitparaden. Da war ich nur kleiner Assistent. Ich war die erste oder zweite. Und da durfte man ja als Assistent gar nicht vorne mitwirken, sondern man hat eigentlich mit der Kamera, das war damals noch eine Fiese. Bosch KOD, glaube ich. Ja, und dann wurde, wenn die Titel und die Nummern, die wurden quasi eingeblendet. Die Kamera stand aber nicht oben, weil kein Platz war, sondern die stand unter der Zuschauertribüne. Das heißt, die da oben getrampelt haben, die haben den ganzen Dreck auf mich runterrieseln lassen. Und da unten stand mit einer Lampe und meinem Stativ so. Und irgendwann gab es ein Problem zwischen Brands und den Kollegen. Irgendwas lief schief, lief nicht so, wie er wollte. Und dann haben wir nur gehört, die Ü-Wagen-Tür ging auf, und dann ging sie zu und dann war er weg. Und Hannelore Lipschitz, die Bildmischung, hat gesagt, der Chef ist weg. Und irgendwann tippte mir einer auf die Schulter, da stand er neben mir. Und weil er sich über die anderen, geärgert hat, nimmt er meinen Kopf her und sagt, ich mach was aus dir. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das haben die anderen aber mitgekriegt oben. Und da haben wir gedacht, wenn der Meister schon zu mir runterkommt, zu dem kleinen Popling-Assistent, die Sendung war kaum vorbei, da kamen sie an, Dieter Weber und alle, mindestens nicht so ernst, was er da gesagt hat. Das stimmt sowieso nicht. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn Herr Brandt schon zu mir sagt, ich mache was aus dir, dann wird es wohl so sein. Also das war für mich so, da kannte ich mich bei der nächsten Sendung sowieso nicht mehr. Da war das Thema vorbei. Aber man durfte als Assistent ja damals noch gar nicht mitmachen. Und der Martin Strauß, Kollege, der hat immer gesagt, wir müssen ja irgendwann auch mal daran, auch an die Tonart von dem, damit wir das mal lernen und gewöhnt sind, dass der halt anders mit den Leuten spricht. Und ich weiß nicht, irgendwann, da war dann die Corona, die stand dann immer um ihn rum da, wo er so seinen Sitzplatz hatte, Monitor geraucht und dann wurde Lavendel gesprüht und so. Also der Meister war da. Sagen. Also das ging bei einigen Sendungen ist er verschwunden, bei der Rothenberger Show. Ja. So alle Viertelstunde war er mal kurz weg bei den Proben. Und dann kam er dann rund, hatte einen Raum und da stand dann so ein Fläschchen oder eine große, das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gesehen, und da hat er immer gerne einen genommen. Anneliese von der Roten Baumschuss, sie gibt sich die Mühe, ja. Gibt sich die Ehre. Macht sich die Mühe, heißt es. Das war dann auch so, dass dann diese Corona, die um ihn rumstand, hat natürlich alles abgeschirmt. Da oben turnte einer rum, der hat da gesungen und er wollte natürlich sich immer verwirklichen. Wir haben mal so besprochen, das waren die Kleinigkeiten, die keiner gesehen hat im Bild, die er moniert hat. Zum Beispiel, wenn da einer eine Gürtelschnalle hatte, die ihm nicht gefallen hat. Er sagt, alles mal aufhören, alles mal aufhören, das geht so nicht. Und dann hieß dann plötzlich, der muss eine andere Gürtelschnalle haben. Deshalb, bei allen, das waren immer so, um sich zu zeigen, ich habe was zu sagen. Und alles sprang dann auf, dann kamen die Kostümbilder, so geht's ja nicht und so. Also Kleinigkeiten, die unwichtig waren wie ein Kopf. Ich habe doch vorhin gesagt, er war ein Scharlatan, das sage ich ganz ehrlich. Er hat eine, wenn die Gitter hatte, eine Schnalle, die war Querformat. Die war in der Großaufnahme nicht im Bild, in der Totalen hast du das nicht gesehen. Dann wollte er eine Pause haben für sich, irgendwo längere Pause. Und dann hat er abgebrochen, die muss einen neuen Gürtel haben. Und alle, die nun auch keine Ahnung hatten, oh toll, solche Kleinigkeiten sieht er. Das war fürchterlich. Der hatte einen Ruf,
Das war unglaublich. Die sind alle drauf eingefallen. Ne? Ich habe ihn aber, entschuldige mal, ich kannte ihn schon, muss ich sagen, als Kameramann beim SFB. Da war er ein ganz normaler Kameramann. Und da hat er schon solche Scharlatanerien gemacht. Der hat ein Bild gemacht, wie jeder andere auch. Und dann musste jeder kommen, von der Putzfrau bis zum Regisseur, sein Bild angucken. Das Bild war auf jedem Monitor da im Studio. Dann ist er hin und hat gesagt, Kamera, guck mal, ist das ein Bild? Ein ganz normaler Kameramann. Überall war das Bild zu sehen. Also die mussten alle kommen und sind auch alle, oh toll, toll. Scharlatanerie. Die V-Formation, im Hitparadenschuh, ja. Das war für mich neu, als ich da war. Und dann hieß, der Meister kommt, der Meister kommt, er weiß, dass der Meister kommt. Und dann ging die V-Formation. Und dann vorne weg, der eine hat die Rose getragen, der andere das Kleenex-Paket, der andere die Flasche mit dem Eau de Cologne. Und dann kam er mit seinem Zobel an. Da fehlt eigentlich noch die richtige Musik dazu, zu seinem Auftritt. Und alle waren begeistert, wenn er da war. Und dann schloss sich dieser Kreis hinter ihm und jetzt geht's los. Der Meister mit seiner Entourage hat ein bisschen was Feudalherrenhaftes. Also es musste immer einer dabei sein, muss man vielleicht sagen, der eine Rose dabei hatte, damit er zwischendurch an einer Rose riechen konnte. Und er gab niemandem die Hand, ohne dass er sich nachher mit Kleenex und Kölnisch Wasser die Hände desinfiziert hat. Ja? Eine schöne Sache war auch noch bei einer Rothenberger Show, haben wir festgelegt, am Anfang, also die Musik, dann kommt sie durch die Tür, da total, dann kommt eine Großaufnahme von einem Kollegen aus Berlin, der machte das, der Manuel Stahl, und dann kommt wieder die Totale. So, jetzt Presseleute, 60 Leute von der Presse waren ja immer dabei, wenn er dann da agierte, und dann machen wir das, also gehen wir, probieren wir das. Musik geht los, Tür geht auf, ich mache die Totale, ich war ja Chefkameramann, ich war gar nicht an der Kamera. Und dann auf einmal bei der Großaufnahme war das vorgesehen, dass die Großaufnahme und anschließend die Totale kommt. Und da unterbricht er und scheißt den Kollegen an, warum schwenkst du denn nicht mit? Der sollte gar nicht mitschwenken. War auch so vorgesehen, da hat er schon wieder. So, und dann wurde langsam das ZDF, die Chefetage langsam aufmerksam. Durch Zufall habe ich den Unterhaltungschef im Flugzeug beim Rückflug von der Hitparade. Dr. Oepen? Ja. Und saß zufällig neben ihm. Und da sagt er, Herr Schneider, Sie kennen doch den Brand. Sagen Sie doch mal, was ist das für ein Typ? Ich sage, Herr Dr. Oepen, entweder sage ich gar nichts oder ich sage die Wahrheit. Und dann habe ich ihm das alles erzählt. So, und daraufhin kam dann eine Kommission bei der nächsten Rothenberger Show vom ZDF. Die haben uns, es war eigentlich eine linke Tour, ohne dass wir das wussten, beobachtet. Die saßen im Hamburger Studio oben in irgendeinem Zimmer, Monitor, und konnten alles hören und sehen. Und haben dann mitgekriegt, was im Brand los ist. So, am anderen Morgen, also ich wusste das natürlich nicht und die Kollegen auch nicht, kommt er rein, nimmt mich so in den Arm, geht mit mir, sagt mir mal, was habt ihr gegen mich? Ich sag, was ist denn los? Ach so, ich muss auch erzählen, habe ich gesagt, Herr Brandt, was Sie gestern gemacht haben mit dem Kollegen, ich bin da eingestiegen, habe gesagt, das ist unverschämt, weil der hat genau das gemacht, was vorgesehen war, der Kollege. Das können Sie nicht machen, Sie können nicht vor der ganzen Presse so tun, als das, wenn du das nicht kannst, dann lasse ich dich ablösen, so hat er noch gesagt. Und das habe ich denen erzählt und dann wurden sie langsam stutzig und dann war Herr Brandt auf einmal nicht mehr da. Das war die letzte Sendung. Ja, Mensch, jetzt geht er, nun lebt er nicht mehr, ich tut mir richtig. Wir haben noch eine andere Sache, und zwar bei der ZF-Hitparade gab es ja Live-Gesang und Chor und Orchester kamen vom Band. Jetzt haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen, glaube ich, jetzt mal, darf ich euch beiden mal ein bisschen hier entführen? Und zwar da vorne haben wir eine alte Telefunken-M5-Bandmaschine und dann würde ich jetzt gleich gerne mal zu Moritz sagen, Moritz, fahr ab. Ja? Ja. Wollen wir es mal angucken? Ich hoffe, dass das hier mit dem Kabel irgendwie funktioniert. Könnt ihr mal gucken, ob das Kabel hier funktioniert? Gott sei Dank, dass das Kabel. Nein, jetzt wollte ich eigentlich sagen, Moritz, fahr ab. Jetzt hat der Moritz schon abgefahren. Moritz, habe bitte abgefahren. So, das war also damals die Möglichkeit, halb Playbook zu machen, nannte sich das. Ist da eigentlich mal grundsätzlich irgendwas schief gegangen bei dem Verfahren? Nee, kann ich mich nicht erinnern.
Doch einmal, wer war denn das? Die hat er. Was hat die denn gesungen? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, eine farbige, eine junge, die hatte einen Text, den konnte man kaum so sprechen und die ist quasi, selbst so mal, auch dann von den Bewegungen her, die ist dann wirklich ins Straucheln gekommen, die kam der Musik nicht mehr hinterher. Aber das war ihr eigener Wunsch gewesen, auch von der Plattenfirma, die, ich meine, die hieß nicht, die hat immer so kurze Röckchen angehabt. Ramona, lieber dich und kein Geld hat's allein. Und allein das Gestappeln, die ist so aus der Puste gewesen, das Playback lief ja weiter. Aber sie kam mit dem Text nicht hinterher. Das war dann wahrscheinlich du, ich brauche was und das bist du. Da müsste ich das erste Mal in Berlin gewesen sein. Das war schon etwas heftiger, der Text tatsächlich. Ja. Ich brauche das und das bist du. Was nur lässt mir keiner keine Ruhe. Denn mein Herz, das schlägt immer zu. Ja. Ja, auch ein bisschen, es gab auch noch Ricky Shane, ne? Da gab es also auch noch ein Drama. War einer von euch bei diesem Drama mit Ricky Shane dabei, wo er einen Ohnmachtsanfall gemimt hat? Das muss bei einer... Ich war nicht dabei. Ich weiß, dass das passiert ist. Aber du warst bei Mami Blue. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Giramondo, genau, die deutsche Version davon. Ja, da ist er von Christian Anders und von Peter Orloff gestützt rausgetragen worden, also rausbegleitet worden in die frische Luft, aber er hat wohl vorher etwas zu viel. Also die Bilder gleichen sich. Das habe ich damals nur gehört, erlebt habe ich es nicht. Das war, ja. Worden, aber es gibt sie online immer noch zu sehen in den Bildarchiven. Also es sieht schon dramatischer aus, als es wahrscheinlich war. Ja, der Branche wird ja so viel, also ich sag mal, gelogen, sag ich. Wenn ich da gut befreundet mit Peter Alexander, wenn er das Lied gesungen hat, in der kleinen Kneipe, oder von den Bergarbeitern, der war Schwarzes Gold? Ja, der war noch nie in einem Bergwerk und der war auch noch nie in so einer Kneipe. Also das ist... Er hatte vielleicht einen Ofen zu Hause gehabt, keinen Kohleofen sicherlich nicht. Ganz, ganz beruhigend. Da ruft gerade jemand an. Vielleicht wären wir zu lang. Vielleicht ist das die Regie, die gerade anruft. Er hat ja hinten auch die österreichische Version, das kleine Beisel. Ist deine Beisel. Einer ganz ruhiger, er wollte eigentlich gar nicht so mehr immer. Und seine Frau hat ihn immer so getrieben. Er wollte eigentlich nur mal angeln gehen. Der war ein großer Angelfan. Ja, und dann leider ist dann die Tochter ja verunglückt in Amerika. Und dann ist seine Frau gestorben, sein Sohn auch übrigens. Und dann war er ganz alleine, da habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Naja, und dann hat er sein Leben, glaube ich, beendet. Der nächste Punkt wäre, wir könnten vielleicht an der Stelle auch nochmal fragen, besondere Erlebnisse in der Hitparade. Irgendwas, jetzt habe ich dich, Wolfgang, eben schon gefragt, dich habe ich noch gar nicht gefragt. Gab es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, aus heutiger Sicht, das ist irgendwas Besonderes für die Damen oder irgendwas Zeittypisches, das würde heute, wird es auch heute so nicht mehr gemacht werden oder irgendwas, was so... Nee, der Stil wäre immer der gleiche in der Hitparade. Das war eben so, dass die Leute das so gerne gesehen haben und nicht so wie heute, das Schnitt, siehst du das Bild und schon ist schon wieder eine riesen Totale und dann ist ein Licht drin und optischer Psychoterror, wie ich das immer nenne. Ich habe ja mein Leben lang diese Lichtgestaltung gemacht und das ist heute tolle Technik, alles, aber wird übertrieben. Aber sowas Besonderes bei der Hitparade habe ich eigentlich überhaupt nicht erlebt. Ich hörte nur was, das war schon zu KCU-Zeiten, da ist meine Kamera mal ausgefallen und was der Dieter gut konnte, das aufzugreifen, was da stattfand. Also es war eigentlich eine Belanglosigkeit, aber er hat gesehen, das geht nicht weiter und fragt mich, was hast du mit deiner Kamera gemacht? Und dann sage ich, keine Ahnung, irgendwie die Platinen ausgefallen. In dem Moment kam schon ein Kollege rein, der kam an einen Austausch und dann hat er so lange gewartet, bis das war und dann hieß es so, jetzt können wir wieder weitermachen. Ein anderer hätte gesagt, das übergehen wir einfach, sondern wir tun so, als ob nichts wäre. Und er hat es quasi mit eingebaut, zu zeigen, da sind auch nur Menschen, die arbeiten und das kann ja mal passieren. Und das Ganze ist vor allen Dingen auch live. Weil wir haben ja eben schon gesagt, die Zeit am Anfang und so, das sollte also alles den Live-Charakter der Sendung noch ein bisschen unterstützen und unterstreichen.
Vielleicht können wir an der Stelle nochmal unsere Uhr einblenden, die immer noch auf 18.45 Uhr steht. Achso, wir gehen mal auf den Platz zurück, höre ich jetzt gerade von der Regie, was die Regie sagt, das sollten wir auch machen. So. So, nee, da muss ich hin. So, jetzt ist unser Kameramann hier weg. Da müssen wir vielleicht wieder... Müssen wir nochmal von Anfang an neu anfangen, ne? Wenn jetzt unser da ist der Christian, der ist wieder da. Der Christian kann jetzt wieder die Kamera 3 übernehmen und der Dieter übernimmt die 2 und der Wolfgang die 1. Wir sind drehfertig. Ja, zu Pannen habe ich auch noch was. Zu Pannen hast du noch was? Ja. Dann erzähl mal eine Pannengeschichte. Ja, sind wir denn schon wieder soweit? Ich glaube, wir sind jetzt wieder zu sehen, zu hören. Das Band. Bitteschön. Mikrodicht daran, jawohl. Ja, Pannen gab es tatsächlich einige. Das ist ja auch immer das Schöne eigentlich an so Live-Sendungen. Und Heck hat auch nie einen Hehl darum gemacht. Hat ja immer gesagt, das ist menschlich, das ist schön, das kann passieren. Und es gab in einer der ganz frühen Sendungen, die auch nicht mehr im Archiv sind, aber vom Ton her erhalten, einen Fall, wo bei Rex Gildo die Bandmaschine des M5 sauer geworden ist. Wenn man es denn so nennen will, ich denke mal, es hat irgendwas mit dem Gummi zu tun, dass irgendwie die Schwungscheibe irgendwie anders, keine Ahnung, was. Es war ein höllisches Fiepen nur noch zu hören von dem Titel und er konnte natürlich dazu nicht singen. Problem war, so wie es überliefert wurde, ich war natürlich nicht dabei, aber dass wohl im Ü-Wagen immer noch ein zweites Playbackband mitlaufen sollte, was aber ausgerechnet in dieser Sendung auch nicht mitgelaufen ist und somit hatte Rainer Reiser da richtig Stress, ja, während der Live-Sendung das irgendwie wieder hinzukriegen. Und letztendlich hat es geklappt und er konnte seinen Titel dann auch singen. Das war, ich glaube, das große Spiel. Ja, das große Spiel war es. Das große Spiel. Da fällt mir gerade auch noch eine andere Sache ein. Und zwar ganz am Anfang der Hitparade hat es ja eine recht große Personalfluktuation, würde man heute sagen, gegeben am Plattenteller an der Bandmaschine. Ja. Und zwar gab es da erst einen Achim, dann gab es einen Theo. Mhm. Und dann gab es gar nicht noch irgendjemanden und dann kam der Rainer Reiser. Oder habe ich jetzt irgendwen eingebaut in meiner Fantasie, also den es gar nicht gegeben hat? Ich käme direkt der... Und 77 kam Klaus Ratajczak. Rainer, ja. Die sich dann immer so ein bisschen abgelöst haben. Und dann kam noch Tute. Ja, da bin ich nicht mehr so ganz im Game. Das war nach Heck. Nee, es war auch noch Heck. Doch, der war einmal dabei. Ne? Das war eine Urlaubsvertretung. Für Klaus. Ja. Ja. Der hat dann beim Schnelldurchlauf des Playback etwas zu früh abgefahren. Oh, das war natürlich sein Todesurteil dann. Da war für Heck natürlich da, dass er das komplett natürlich schön ausbreiten musste. Und er sagte, und wir kommen zur Startnummer 3, das war Christian Franke, Tute. Und dann hat er nur Tute zu ihm gesagt und hat es schon abgefahren. Tute, der Und das Gute. War natürlich ein großer Fehler. Er sagt, nö, ich habe noch gar nichts gesagt, fahr nochmal zurück. Und dann geht es wieder nochmal zurück. Also ganz langsam, wir haben Zeit. Das hat er bei Rainer Reiser aber auch immer gemacht. Ja, natürlich. Hat, lieber Rainer, und der Finger, der zittert schon wieder auf der Bandmaschine 3 und so weiter. Und da bestehe ich jetzt drauf. Ja. Ja, und dann hat es mit ganz viel Zeit dann geklappt. Also die Startnummer 3, das war der Christian Franke. Und der Titel, Was wäre wenn? Jetzt kommt er. Was wäre wenn wir uns nie begegnet wären? Ja, richtig. Du, das bringt mich zu einer Sache, und zwar... es kann natürlich sein, dass ich jetzt fürchterlich damit baden gehe, aber ich habe so einen kleinen Traum. Zwar, die Hitparaden-Uhr ist da, unsere beiden Hitparaden-Kameraleute sind da. Wäre es eventuell möglich, dass ihr mal auf der M5-Bandmaschine, die da vorne steht, ein Playback abfahrt und das Playback von Mendocino, Michael Holm, und ich jetzt mal versuche, ein bisschen dazu zu singen oder irgendwas Ähnliches mache, wie singen. Ja, können wir das mal probieren und ihr macht mal so ein bisschen... Mendocino ist ein bisschen weit weg, muss erst noch eingeflogen werden und dann werden wir gleich die Klänge hören. Ja, die beiden machen das, glaube ich, die kriegen das hin. In der Übergangszeit können wir nochmal eben sagen, waren früher Bandmaschinen, die da standen und das ist so ein bisschen das, wenn ich kurz ein bisschen was von mir erzählen darf, wie ich eigentlich für diese ganze Fernsehgeschichte hier angefixt worden bin. Es gab in den 90er Jahren immer die Wiederholung, du wirst dich auch erinnern können, in Dreisat.
Und da hat man dann eben diese Bandmaschinen im Bild gesehen, man hat die Kameras im Bild gesehen auf den Windenpuppen in Anfangszeiten LDK3, später dann KCO40 und KCK. Und da habe ich irgendwie so, ist mein Interesse geboren worden in ja, meiner Kindheit, dass sich eigentlich so ein Interesse für die Fernsehtechnik sich da schon so angebahnt hat. Mhm. Und das war eigentlich der Hintergrund dafür, was ich also heute eigentlich mache. So, ja. So ging es dann irgendwie mal los und das hatte dann auch viel mit der Hitparade zu tun. Und dass ich jetzt mal hier neben der Uhr und neben dir natürlich sitzen würde, das hätte ich also da auch noch nicht gedacht. Ja, das ging mir, als ich sie bekommen habe, tatsächlich auch so, ja. Dass ich das nie gedacht hätte. Und du hast natürlich recht, bei der Hitparade wurde natürlich auch viel gezeigt, was hinter den Kulissen passiert. Man sah viel hinter ihm rumrennen, gerade diese mit den roten Hemden und den blauen Jeanshosen, ja. Die Mitarbeiter, die da durchs Studio fixten, was überall sonst ja meistens vermieden wurde, das zu zeigen. Das sollte ja immer, die mussten sich ducken, die mussten immer raus aus dem Bild. Hier wurde wirklich gezeigt, das ganze Handwerk von A bis Z, was da passiert. Ja. Und gerade auch bei dem Vorfall, was er vorhin erzählte, wo die Kamera sauer geworden ist, hat Heck auch ganz bewusst dem anderen Kameramann, dreh einfach einmal um, zeig auf mal. Auf der Gegengeraden tun sich jetzt tolle Dinge ab. Der Wolfgang Fritzberg und seine Mühle. Ganz genau. Ist sauer geworden. Ja, und dann war Wolfgang schon offen und waren sie schon am Fummeln. Ja, das ist aber genau das, was ihn auch beliebt gemacht hat. Ne? Ja, dieses Menschliche, die Kollegen auch mit. Er hat immer gesagt, es ist nicht meine Sendung, es ist immer eine Teamproduktion. Ja, ein Wir. Ein Wir, ganz genau. Ja. Ich muss mal eben fragen, ist das Playback jetzt so weit, dass wir abfahren können? Um ganz genau 18.45 Uhr. Es geht in die Richtung. Ja, wir gucken mal. Sonst singst du Gitte. Gitte, bitte. So, wir versuchen es mal. Man muss dazu sagen, wenn man die Aufnahme hört mit dem Interpreten, ist es eigentlich immer relativ leicht dazu zu singen, wenn man nur das Playback hat, wo das teilweise auch keine Melodie enthält oder irgendeine ganz andere Melodie. Du hast mir ja mal ein paar Playbacks zur Verfügung gestellt. Ich wollte erst der Junge mit der Mundharmonika singen. Da habe ich aber festgestellt, da ist teilweise im Refrain überhaupt gar keine Melodie drauf. Ja. Da ist irgendwie sowas, was sich anhört wie La Paloma oder so. Ja, weil es auch kein Chor enthält tatsächlich. Was keinen Chor enthält. Und das ist auch bei vielen Stars halt auch zum Verhängnis geworden, gerade den Einsatz zu finden. Und Hecki hat ja immer sehr gerne lange in die Titel reingeredet. Ja. Und Gitte ist das passiert in einer Sendung 1977, meine ich, wäre es gewesen, mit dem Titel Happy End. Der hat also einen sehr schwierigen Einsatz vorne. Und er musste dreimal neu gestartet werden. Also in der Sendung musste dreimal, sie hat den Einsatz einfach nicht gefunden und hat dann irgendwann... Musste sie dann nochmal wiederkommen, weil dann war sie ja schon dreimal dabei. Ja, sie war quasi in einer Sendung schon dreimal dabei. Aber ja, es war für sie kein Happy End auf jeden Fall. Happy End heißt das Buch, das wir schreiben. Ja. So, und jetzt heißt Happy End das Buch, das wir schreiben. Denn der Julian, wir versuchen es mal. Ja. Fahr mal rein, Rainer. Nee, Moritz muss ich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich sage auch gleich, ich kriege das wahrscheinlich gar nicht hin. Ich habe auch keinen Text, fällt mir gerade auf. Schlecht vorbereitet. Ich muss mal kurz fragen, wie ging das denn noch? Auf der Straße nach San Fernando sah ich ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin, da sagte sie mir, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopfe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Tausend Träume bleiben ungeträumt und jetzt ist das passiert, was ich gefühlt hatte, jetzt bin ich raus. Das ist jetzt nämlich noch... Der Wolfgang dreht gerade noch den Scheinwerfer um. Ja gut, okay. Hat nicht sollen sein, aber ich war mit der Vorbereitung von der Veranstaltung ein bisschen beschäftigt, da konnte ich nicht noch singen üben. Das, aber ich sag mal, das hat mir viel Spaß gemacht, in Anwesenheit von euch und in Anwesenheit auch dieser Uhr hier mal einmal ein bisschen singen zu dürfen. Und dass ihr Kamera gemacht hat, das freut mich ganz besonders. Ja, eine schöne Geschichte. Ihr habt noch eine schöne Geschichte, ja. Dann komme ich nochmal rum. Da müssen wir nur gucken, wer uns einfängt. Christian, kriegst du das von da aus hin? Oder? Ja,
fang an. Nicht so weit. Nicht so weit? Ja, da. Ja, dann, Dieter. So gerade. Ja, soll ich so rüber? Wie hieß die Sendung? Könnt ihr sagen, das war Silvester in Hannover. Das war Silvesterparty in Hannover. Da wurde der erste Teil immer aufgezeichnet. Und dann gab es die Silvestershow ab 12 Uhr. Und das haben wir meist im November gemacht. Und dann war die Halle quasi so, ging nahtlos über dann an den Teil. Und diese Sendung wurde live aufgezeichnet. Und da gab es auf der einen Seite zwei Bühnen. Auf der einen Seite war der Roberto Blanco und auf der anderen sollte Karel Gott. Der sollte rumlaufen. Das ging ja nahtlos über. Das Band war geschnitten. Ein Titel, dann waren 10 Sekunden Pause und dann kam, das war ein durchgehendes Tonband. Und der Karel Gott musste quasi in einer bestimmten Zeit hinter der Dekoration rumlaufen, vorn geht auf, Schnitt und dann einmal um die ganze Welt. Und er hat es nicht geschafft. Roberto Blanco, der eigentlich nie bekannt dafür war, dass er synchron gesungen hat, die Tür geht auf, Roberto Blanco kommt raus wie hieß der Titel? Einmal um die ganze Welt. Ja, er sprang. Das war Karel Gott. Er hat es erkannt, dass Karel Gott es nicht schaffen kann bis zu dem Titeleinsatz. Und da ist er auf die Bühne gesprungen von der Seite. Jetzt folgendes am Kopfhörer hat sie abgespielt. Der Regisseur Böhmer. Eckhard Böhmer. Falsche Kamera, falscher Sänger, falscher Titel. Und wir haben uns mal angeguckt, wir waren ja da. Nur ist der falsche Sänger, der war da, aber der richtige hat seinen Text nicht. So, und wir haben gesagt, der sonst nie sein Text konnte, der Roberto, das war einmal frei, einmal um die ganze Welt. Und dann hat Karel Gott kam raus, hat übernommen. Und dann so. Er kannte immer nur die Texte der anderen Interpreten. Ja. Das gemeint, mit einem Mal war der drin wie ein Bienenstock. Es ging los, der Böhmer, der hatte fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil er immer gedacht hat, alles falsch. Es war die richtige Kamera, es war die richtige Position, aber es war der falsche Sänger. Man muss vielleicht dazu sagen, Eckhard Böhmer war eigentlich so für absolute Perfektion und Präzision bekannt. Der hat auch die Alexander-Sendung alle gemacht. An ihm lag es ja nun wirklich nicht, aber der konnte da hinten nicht rum. Irgendwo war da ein Hindernis im Hintergrund, wo er nicht vorbeikommen, der Karel Gott, und er kam nicht rechtzeitig dahin. Und dann hat Roberto Blanco. Der musste das innerhalb von Sekunden, von Zehntelsekunden entscheiden. Der kann nicht mehr bis zum Ton ein. Also mache ich das. Und kam auf die Bühne und sang den Text. Wunderbar. Und dann kam Karel Gott hoch, nicht, und sang dann auch seinen Text. Und dann ist er so, Roberto, so abgetanzt. So. Es gibt Situationen, wo man einfach unter Druck dann am besten funktioniert. Und ich denke, gerade wenn man im Showbusiness unterwegs ist, dann muss man das irgendwie drauf haben. Der war richtig lustig, der Roberto, der hat immer Spaß gemacht. So, 18.45 Uhr haben wir jetzt immer noch, aber ich würde sagen, wir haben jetzt so lange über die Hitparade gesprochen. Ich werde jetzt gerade daran erinnert, hier haben wir gerade einen Hinweis bekommen. Ich muss noch mal rübergehen, wir haben nämlich noch eine Grußbotschaft. So, jetzt gehe ich mal einmal hier rüber. Oh, Entschuldigung. Ja, gut. Am besten, ja, gut. Alles prima. Dann würde ich jetzt sagen, da sehe ich noch ein bisschen die Kamera im Bild. Da ist wieder die Kamera 3 mit dem Christian Böhnisch. Und wir haben eine Grußbotschaft. Und zwar ein Mann, der viel auch zur Genese dieses Museumsstudios beigetragen hat. Das ist der Dr. Johannes Hofmeister, der leider heute nicht dabei sein kann, weil er sich im Moment am Bodensee im Urlaub befindet. Und der wollte uns aber auch noch einen kleinen Gruß hinterlassen und deswegen möchte ich jetzt sagen, ich konnte eben nicht sagen, fahr ab, deswegen sage ich jetzt, Moritz, fahr ab. Und Ton müsste noch hochziehen. Zuspiel, Mats, links und rechts. Generation Testbild, der sich mit Technik, Medien und Fernsehkult beschäftigt. Und Arne Kaiser ist bereits seit Jahren mein Mitstreiter und hat entscheidend dazu beigetragen, viele interessante Gäste für diesen Videoblog zu gewinnen. Vor allem Menschen, die nicht vor der Kamera tätig gewesen sind, sondern insbesondere hinter den Kulissen. Ich habe die Entstehung und den Aufbau des Museumsstudios Ense nicht nur von Anfang an beobachten können, sondern auch begleitet und unterstützt und war auch beim ersten Sommerfest im Juli des vergangenen Jahres mitbeteiligt. Und dabei fand ich es sehr spannend, dass diese Veranstaltung damals quasi wie eine Live-Sendung produziert wurde,
aber auch viele Menschen aus der Fernsehbranche kennenzulernen und vor allem Einblicke in deren Schaffen zu erhalten, aber auch interessante Anekdoten zu gehören zu bekommen. Es freut mich sehr, dass es nach dieser sehr gelungenen Eröffnung im vergangenen Jahr nun bereits ein zweites Sommerfest im Museumsstudio Ense gibt, wenn ich auch selbst diesmal nicht dabei sein kann, da ich zurzeit verreist bin. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen bei unserem Sommerfest des Museumsstudios Ense und insbesondere bei unserem neuen Format Studio 70. Und nutzen Sie die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Vielleicht sieht man sich ja auf einer zukünftigen Veranstaltung des Museumsstudios Ense einmal wieder. Tschüss! Und da sehen wir uns auch schon wieder. Und zwar, jetzt müssen wir die Mats einmal anhalten. Da kommt gleich noch was auf uns zu, aber zwischendurch wollte ich einmal noch die Gelegenheit ergreifen, dass wir einmal über dieses Schätzchen hier sprechen. Das ist eine Bosch KCK, wie ihr zweifelsohne feststellen werdet. ZDF Berlin stand da dran oder steht da dran. Und nun kann ich mir vorstellen, da diese Kamera ungefähr ab 1977 im ZDF-Studio Berlin bei der Unionfilm in der Oberlandstraße im Einsatz war, dass ihr persönlich auch dahinter gestanden habt. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Können wir erinnern, vor allem, wir waren froh, dass die Philips raus war. Damals waren die ersten, waren die Philips, die so bunt beklebt waren. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und dazu gab es noch die roten Hemden. Das wissen die meisten gar nicht. Wir mussten ja alle ein rotes Hemd anziehen. Das war ja die Idee von Druck Brands, alle gleich aussehen. Und irgendwann gab es ja mal Kollegen, die gesagt haben, entweder fahre ich dorthin, aber ohne rotes Hemd, oder ich bleibe zu Hause. Und es war dann letztendlich auch konsequent. Weil alle, die wie Rainer Reiser oder alle Kollegen vom Ton, die im Bild waren, die mussten ein rotes Hemd tragen. Ich weiß nicht, ob du mir das mal erzählt hast, aber Druck Brands hatte zwischendurch auch mal die Idee gehabt, Overalls, die Kameraleute anziehen zu lassen. Genau. Und ich weiß nicht, Gisela Löw, die kennt ihn ja aus Saarbrücken. Die hat lange Zeit mit ihm früher in Saarbrücken gearbeitet und da haben wir gesagt, also wenn das soweit kommt, dann wird das keiner mehr machen wollen, weil er ist ja keine Showveranstaltung für Klamotten oder irgend sowas. Also das war aber schon mal im Gespräch gewesen. Ja. Diese Kamera, wo ich das gerade so sehe, und ich habe mir den Hitparaden-Ausschnitt auch im Vorhinein nochmal angeguckt, wo deine Kamera sauer geworden ist, das könnte sogar die hier gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall nicht mehr diese unsägliche, dieser Riesenkasten von der Philips, also der eigentlich auch so, wie später mal die RTA, die ist so schwer zu handeln gewesen. Also auch von der. Nein, auf jeden Fall. Es war eine KCU, auf jeden Fall. Also die erste Zeit, die ersten, glaube ich, 4 Jahre gab es die Philips. Und dann kam die KCU dorthin. Die Philips-Kamera, das waren ja auch die Anfänge des Farbfernsehens, kann man sagen, in Deutschland. Da haben wir bei der letzten Sendung vor einem Jahr was gemacht.